Bismillahirrahmanirrahim. Mein Name ist Leyla Yildirim. Ich bin 27 Jahre alt. Ich bin am 8.5.82 in Füssen geboren. Füssen liegt in Bayern, in der Nähe von München. Meine Eltern sind auch dort geboren und mein Vater arbeitet bei der Post als Beamter und meine Mutter arbeitet nebenbei als Verkäuferin in einem Laden. Mein Bruder ist dann später nach Hamburg umgezogen, um dort Musik zu studieren und er arbeitet auch noch nebenbei in einer Internetfirma. Ich bin in einem christlich-katholischen Elternhaus groß geworden, in dem christliche Werte eine sehr große Rolle gespielt haben. Und deswegen sind wir auch sehr oft in die Kirche gegangen. Also das hat bei uns dazugehört zum Familienleben. So wie auch meine Großeltern sehr christlich und sehr katholisch aufgewachsen sind und das dementsprechend auch an meine Eltern weitergegeben haben. Also ich war in meiner Kindheit sehr aktiv, auch in der Kirche, dadurch, dass meine Eltern eben auch dort aktiv waren, war ich auch im Kirchenchor zum Beispiel und habe das auch bis zu meinem 15. Lebensjahr so gemacht. Und dann bin ich so langsam aus dieser Sache rausgekommen und habe dann eben meine Interessen woanders entwickelt. Habe zum Beispiel dann meine Ausbildung später angefangen und also ich habe die Realschule abgeschlossen und habe dann meine Ausbildung angefangen zur Hotelfachfrau. Die habe ich auch abgeschlossen und habe dann eben eine Zeit lang noch in meinem Beruf gearbeitet und bin dann aus meinem Beruf ausgestiegen, dadurch, dass ich auch Muslimin geworden bin und das dann einfach nicht mehr mit meiner Religion natürlich zu vereinbaren war. Ich habe die Realschule besucht in Füssen. Das war die Jakob-Herkommer-Realschule und die habe ich abgeschlossen, habe dann als Hotelfachfrau eine Ausbildung angefangen im Hotel Müller und habe meine Ausbildung abgeschlossen und bin dann auch weiterhin noch in meinem Beruf geblieben, aber dadurch, dass ich dann später zum Islam konvertiert bin, habe ich meinen Beruf sozusagen aufgegeben, weil es einfach nicht mehr mit dem Islam vereinbar war. Und bin dann eben zu Hause geblieben und ja, als Hausfrau. Also ich würde mich selber als eine sehr ruhige, soziale Person beschreiben. Ich bin gerne in der Gesellschaft, ich brauche Gemeinschaft, ich brauche Freunde, das ist für mich sehr wichtig. Und ich unterhalte mich gerne mit Menschen über jegliche Art von Themen, über Weltliches, aber auch über Religiöses. Und ich bin auch gerne aktiv für eine Sache, also setze mich auch gerne für etwas ein, engagiere mich eben für die Religion und auch für andere Dinge. Und bin eben ein Mensch, der gerne über Dinge etwas lernt und das dann auch weitergibt. Und also ich hatte, bevor ich zum Islam konvertiert bin, nicht sehr viele Informationen. Ich habe früher immer gedacht, dass der Islam eine Religion ist, der den Frauen keine Rechte gibt, so wie das ja auch durch die Medien uns präsentiert wird. Und ich habe auch nicht gewusst, dass der Islam eine Religion ist, in die man eintreten kann. Also für mich war das immer so, dass der Islam für die Türken und für die Araber, eben für die Ausländer ist. Und dass es eigentlich so ungefähr dasselbe ist wie das Christentum, nur dass es halt jetzt für die Deutschen ist. Und für mich hat sich eigentlich auch nie die Frage so gestellt, sich mit dieser Religion zu befassen. Also ich hatte keinen Anlass dazu und deswegen habe ich mich auch nie so damit befasst, mit dieser Religion. Weil es für mich auch so ein bisschen abschreckend war, einfach, dass die Frauen Kopftücher tragen müssen. Und man hört ja so einiges in den Medien und das beeinflusst einen natürlich negativ, so dass man erstmal zu dieser Religion eigentlich gar keinen Bezug haben möchte. Bevor ich Muslimin wurde, war ich christlich, katholisch, so wie ich auch erzogen worden bin. Aber ich habe später so ungefähr mit 14, 15 mich nicht mehr so sehr dafür begeistern können, in die Kirche zu gehen. Für mich erschien das alles ein bisschen unlogisch. Und deswegen habe ich ein paar Jahre dann so als Atheist gelebt, ohne dass ich irgendwie eine Religion hatte und dass ich auch an Gott geglaubt habe, kurz bevor ich Muslimin wurde. Also bevor ich Muslimin wurde, war ich christlich-katholisch, so wie ich auch erzogen worden bin. Jedoch habe ich später mit 15 ungefähr war das, diesen Glauben verlassen, weil es mir alles nicht mehr logisch erschien, auch zum Beispiel jetzt in die Kirche zu gehen, sich einen Priester die Sünden zu beichten, das war für mich eigentlich nicht sehr logisch. Das war nur ein kleiner Punkt natürlich, aber alles im Ganzen habe ich einfach nicht verstanden und bin dann aus der Kirche ausgetreten.
und habe dann ein Leben geführt ohne irgendeinen Glauben. Also für mich hat Religion keine Rolle mehr gespielt. Ich habe auch nicht mehr an einen Gott geglaubt, habe das alles aufgegeben. Und dieses Leben war natürlich ein sehr unerfülltes Leben. Also es bestand eigentlich nur darin, irgendwie Spaß zu haben, ja, keinen Sinn im Leben zu sehen, nicht zu wissen, wo man enden wird, wohin man gehen wird. Das hat einem schon so eine innere Unruhe, also hat einem eine innere Ruhe ausgelöst. Und man hat sich schon öfter auch die Frage gestellt, oder ich habe mir öfter die Frage gestellt, was ist eigentlich der Sinn jetzt, warum lebe ich und wo komme ich her, wo gehe ich hin? Und habe aber dann immer wieder ganz schnell diese Fragen eigentlich so abgetan, das ist ja nicht wichtig und ich lebe ja und ich habe meine Freunde, meine Arbeit, meinen Spaß und das reicht mir aus. Also das Leben hat sich eigentlich nur noch darauf beschränkt und hatte eigentlich keinen großen Sinn oder keinen großen Hintergrund. Es war ein sehr oberflächliches Leben und ich denke, dass die ganzen Menschen, also hier im Westen und die auch ohne eine Religion leben, ein sehr unzufriedenes Leben führen, weil sie einfach diese innere Ruhe niemals finden können, ohne einen Glauben zu haben, also ohne den richtigen Glauben zu haben, eben den Islam. Und natürlich merkt man den Unterschied später, wenn man dann Muslimin wird, was wirklich Zufriedenheit bedeutet und was wirklich Glück bedeutet. Das konnte man vorher eigentlich gar nicht so richtig haben, weil das einfach, ja, ein unerfülltes Leben ist, ein oberflächliches Leben. Bevor ich Muslima wurde, war ich christlich-katholisch, so wie mich auch meine Eltern erzogen haben. Jedoch habe ich so circa mit 14, 15 Jahren daran den Glauben verloren, weil es mir einfach sehr unlogisch erschien und weil es auch, ich hatte einfach auch keine Lust mehr, in die Kirche zu gehen und mich an diese ganzen Dinge zu halten und bin dann aus der Kirche ausgetreten und habe mich dann erstmal von diesem Glauben sozusagen verabschiedet und habe dann auch an nichts mehr geglaubt und habe ein atheistisches Leben geführt. Und ich denke jetzt im Nachhinein, dass es auf jeden Fall für einen Menschen nicht erfüllend ist, ohne Glauben zu leben. Also wenn ich zurückdenke, das Leben besteht eigentlich nur aus Arbeiten, aus Ausgehen oder eben einkaufen gehen, Geld ausgeben. Alles ist nur auf das Materielle auch beschränkt. Also man hat nur materielle, weltliche Ziele vor Augen, aber vergisst dieses Geistige und diese Nahrung für die Seele bleibt einfach auf der Strecke. Und das kann einen Menschen nicht auf Dauer glücklich machen. Und wenn ich jetzt diesen Vergleich ziehen kann, weiß ich, dass man als ungläubiger Mensch nicht zufrieden und nicht glücklich werden kann, nicht sein kann. Es ist einfach nur ein Trugschluss. Man versucht sich zwar das einzureden, ich bin glücklich, ich habe mehr Geld und ich habe alles, ich habe eine gute Arbeit, aber letztendlich kann man dieses wahre Glück nicht erlangen, ohne einen Glauben, also ohne den richtigen Glauben, den Islam. Also ich habe den Islam durch meinen Mann kennengelernt. Er ist eben Türke und auch Muslim und als wir uns kennengelernt haben, war er allerdings kein praktizierender Muslim, aber er hat mir dennoch sehr viel über seine Religion erzählt und am Anfang war ich natürlich etwas skeptisch und habe das alles nicht so geglaubt und es war mir auch etwas zu streng und mit sehr vielen Regeln auch verbunden. Aber mit der Zeit habe ich angefangen, mich über den Islam zu informieren, indem ich Bücher gekauft habe, indem ich auch eine deutsche Koranübersetzung gelesen habe. Und bei mir war eigentlich das Ausschlaggebende die Übersetzung des Korans. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass meine Fragen erstens beantwortet sind in diesem Buch. Gerade diese Fragen, die sich jeder Mensch stellt, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn meines Lebens, was passiert nach dem Tod. Das sind alles Fragen, die man in sich trägt, sein Leben lang. Und wenn die so auf eine detaillierte Art und Weise beantwortet werden, dann ist das sehr beeindruckend für einen Menschen. Und ich habe auch so eine Angst gespürt. Als ich den Koran gelesen habe, habe ich wirklich gemerkt, es gibt ein Jenseits, es gibt eine Hölle und ich habe mir nur gedacht, da möchte ich nicht hin. Und ich wurde auf einmal sehr unruhig. Also ich habe mich immer so gefragt, was ist, wenn du stirbst bald? Was ist, wenn du morgen tot bist? Wie wird dann das Leben sein nach dem Tod für dich? Und am Anfang war es nur so ein kleiner Funken von Glauben, sage ich mal. Es war noch keine Überzeugung dahinter, aber ich habe mir innerlich gedacht, es könnte sein, dass das, was ich hier lese, die Wahrheit ist, dass das stimmt.
Und natürlich habe ich noch weiter überlegt und mit mir auch einen Kampf geführt. Also es war nicht einfach für mich, jetzt daran zu denken, sein ganzes Leben komplett ändern zu müssen, sich an so viele Regeln zu halten, das Kopftuch zu tragen, fünfmal am Tag zu beten. Das ist eine sehr große Veränderung und da muss man auch natürlich darüber erstmal nachdenken. Und es war ein langer Prozess, den ich mit mir selber geführt habe. Natürlich war auch der Shaitan immer da, der einem einflüstert, mach das nicht, lass das sein. Dein Leben wirst du damit nur erschweren, wenn du so eine Religion annimmst. Aber letztendlich war es dann so, dass ich mit meinem Ehemann, damals war er noch nicht mein Ehemann, sind wir zu seinen Eltern gefahren, hierher nach Delmenhorst. Und es war eigentlich das erste Mal für mich, dass ich wirklich mit Muslimen gesprochen habe, dass ich wirklich Fragen gestellt habe, an seine Schwester zum Beispiel. Und dass wir auch dann zusammen in die Moschee gegangen sind. Füssen ist eine sehr kleine Stadt, dort gab es keine Moschee, also war das für mich total fremd. Und es war damals im Ramadan 2001. Wir waren eben in der großen Moschee in Bremen und es war auch Leylatul Kadr, also die Nacht der Bestimmung, Kadir Gecesi auf Türkisch. Und es war natürlich sehr voll in der Moschee. Und mein erster Eindruck war so, wow. Das ist wirklich wunderschön, dass so viele Menschen zusammenkommen, um gemeinsam zu beten und auch die Art und Weise, wie die Muslime gebetet haben, dass das Geistige mit dem Körperlichen so vereinbart wird, also so verbunden wird, dass man im Gebet bestimmte Bewegungen macht, um sich wirklich vor Allah, also dass man sich wirklich im Gebet vollkommen ergibt, dass man nicht nach rechts, nicht nach links guckt, dass man nicht mehr ansprechbar ist, dass man in einen Zustand kommt, in dem man wirklich voll und ganz mit seinem Schöpfer verbunden ist. Das hat mich sehr beeindruckt und das war dann sozusagen das i-Tüpfelchen, was noch gefehlt hat. Denn ich bin mit der Absicht nach Delmenhorst gefahren, mir das einfach mal anzusehen und dann zu entscheiden, ob ich diesen Weg einschlagen möchte oder nicht. Ja, und ich habe mich dann Alhamdulillah, Gott sei Dank, eben für diesen Weg dort entschieden und bin dann eben 2 Tage später bei meinem Mann, bei seiner Familie zu Hause offiziell konvertiert, habe die Schahada gesprochen und anschließend haben wir auch dann Imam Nikah gemacht. Und das war natürlich ein sehr schönes Gefühl, endlich diese innere Zufriedenheit zu haben. Und auch eine Dankbarkeit zu haben, dass man jetzt endlich die Rechtleitung gefunden hat und dass man sozusagen aus einem Schlaf erwacht ist. Also dass man eigentlich die ganze Zeit in seinem Leben geschlafen hat und gar nicht so richtig verstanden hat, wozu man hier ist und dann wirklich so wachgerüttelt wurde und man jetzt im Hier ist und im Jetzt ist und ganz genau weiß, wofür man hier ist. Also das war ein sehr schönes Gefühl und ich denke auch noch ganz oft zurück an diesen Abend in der Moschee, wo ich das erste Mal eine Moschee sah. Es war wirklich sehr ergreifend und ja, ich bin wirklich dankbar dafür, dass ich das erleben durfte. Also erstmal denke ich, dass jeder Mensch von Natur aus dieses Bedürfnis hat, einen Glauben zu haben. Jeder Mensch glaubt eigentlich an irgendetwas. Das ist ganz normal. Das ist in seiner natürlichen Veranlagung schon so drin. Und wenn man jetzt den Islam betrachtet, ist er eine Religion, die einfach die Logik anspricht. Es gibt einen Gott, der ist der Einzige, der Macht über alles hat, der uns erschaffen hat, der alles erschaffen hat. Und er hat uns seinen Willen, seine Gesetze über die Propheten vermittelt, die uns Bücher, also über seine Offenbarungsbücher vermittelt. Die Propheten haben es verkündet und die Menschen haben es umgesetzt oder müssen es umsetzen und müssen danach leben. Und wenn wir den Koran betrachten, der Koran ist das einzige von den 3 heiligen Büchern, also Tora, Evangelium und Koran eben. Er ist das einzige Buch, wo wir heute noch wissen, dass er unverfälscht ist, wo wir heute noch das Original haben, was damals vor 1400 Jahren offenbart wurde. Sowas gibt es in keiner anderen Religion. Und wenn man alleine auch die Art der Anbetung betrachtet, dass wir neben Gott wirklich nichts anbeten, die anderen beiden Religionen, Judentum und Christentum, bezeichnen sich ja selbst auch als monotheistische Religion. Aber es ist nicht der Fall, denn es wird ja Jesus zum Beispiel als Gott gesehen und angebetet. Und im Judentum ist es so, dass sie selber
sich sogar gegen Gott erheben, dass sie viele Gesetze zunichte machen und dass die Rabbiner das selber entscheiden und sagen, dieses Gesetz lassen wir jetzt mal weg. Und sie haben selber die Befugnis oder die Macht, bestimmte Gesetze wegzulassen oder bestimmte Gesetze zu erstellen. Und sowas ist im Islam nicht der Fall. Wir sind heute immer noch genauso wie vor 1400 Jahren, dass wir uns wirklich an den Koran halten und nach der Sunna, also nach der Lebensweise des Propheten gehen. Und ich denke, das ist eigentlich der Beweis dafür, dass der Islam die richtige Religion ist und dass es einfach alles umfasst. Dass wir nicht nur den Islam zu einer Privatsache machen, sondern dass der Islam alles im Leben umfasst. Was bei anderen Religionen eben nicht so der Fall ist. Und es basiert einfach auf Logik. Also es gibt nichts, was im Islam unlogisch ist und es gibt auch keine Antworten, die offen bleiben. Im Islam bekommt man auf jede Frage eine Antwort, eben durch den Koran oder durch die Hadithe. Und ich denke, das macht den Islam zu einer Religion, die für die Menschen einfach ansprechend ist. Und den Beweis sehen wir auch, dass immer mehr, also mehr Nichtmuslime, mehr Christen, Juden, was auch immer, zum Islam kommen. Einfach aus diesem Grund. Nachdem ich den Islam angenommen habe, kann ich mich noch daran erinnern, dass ich eine sehr große Zufriedenheit in mir hatte und dass ich auch eine Erleichterung hatte, dass ich jetzt endlich diesen Schritt gemacht habe und dass ich jetzt auf jeden Fall auf dem richtigen Weg bin und eben sich mein Leben total verändern wird. Und so war es dann natürlich auch, dass ich mich wesentlich glücklicher und zufriedener gefühlt habe, dass ich eine innere Ruhe bekommen habe und dass ich einfach einen Sinn in meinem Leben gefühlt habe. Und das war für mich so die größte Veränderung eigentlich danach. Also das Gebet bedeutet für mich, dass man fünfmal am Tag eben eine Verbindung zu Allah Ta'ala herstellt und dass man dadurch eben auch die Möglichkeit hat, über seine Sünden nachzudenken, dass man seine Sünden im Gebet auch bereut und dass man auch immer im Kopf hat, dass das Leben eben nur begrenzt ist und dass man auch viel besser auf den Tod vorbereitet ist, wenn man sich natürlich wirklich im Gebet auf diese Sachen konzentriert. Es ist leider manchmal so, dass man im Gebet weltliche Sachen in den Kopf bekommt, dass man über Dinge nachdenkt, an die man jetzt eigentlich nicht denken sollte. Aber letztendlich hat man schon so diese Verbindung zu Gott, die immer aufrecht gehalten wird, indem man fünfmal am Tag betet und man auch wirklich an diesen fünf Gebeten die Möglichkeit hat, eben seine Sünden zu bereuen und die dann auch vergeben werden. Es gibt ja auch diesen Hadith darüber, dass ein Mensch, der fünfmal am Tag sich wäscht und badet, immer rein bleibt. Und so ist das auch mit dem Gebet. Man hält sich durch das Gebet eben rein. Man verliert die Sünden dadurch. Es werden einem die Sünden durch das Gebet vergeben. Und man bedankt sich natürlich auch bei seinem Schöpfer für all die Gaben, die man erhalten hat in dieser Zeit, wo man jetzt gerade eben nicht gebetet hat. Also beim Koranlesen ist es erstmal so, dass ich das Gefühl habe, dass Allah in dem Moment zu mir spricht. Das ist ja auch der Hadith, wenn jemand mit Allah sprechen will oder wenn jemand möchte, dass Allah mit jemandem spricht, soll er den Koran lesen. Und genau das ist es auch, was man dabei fühlt, also was ich dabei fühle, wenn ich die Übersetzung lese. Und natürlich ist es auch so, dass man ein Ayat manchmal mehrmals lesen muss, um wirklich das richtig zu verstehen oder um wirklich auch die volle Bedeutung daraus schöpfen zu können, also für sich selber. Und wenn man es auf Arabisch liest, dann gibt es einem so eine innere. Also wenn ich den Koran lese in der arabischen Form, dann spüre ich in mir, wie ich Energie bekomme, wie ich mich sozusagen auftanke mit neuer Energie. Und das stärkt mich, es stärkt mein Herz und meine Seele. Und es ist auch manchmal so, dass man anfängt. Es ist so, dass ich anfange, den Koran zu lesen auf Arabisch und ich nicht mehr aufhören möchte damit. Also ich möchte immer weiter und weiter und weiter lesen, weil man auch Freude daran hat, weil es wirklich das Herz mit Glück erfüllt und man sich in dem Moment oder ich mich in dem Moment sehr wohl fühle. Und wenn ich den Koran in der Übersetzung lese und dabei richtig verstehe, was Allah in dem Moment zu mir spricht, was Allah von mir möchte, dann
habe ich immer das Bedürfnis, auch das sofort auch in die Praxis umzusetzen. Also ich stelle mir die Frage, was möchte Allah in diesem Ayat mir sagen oder was möchte Allah von uns Menschen? Und ich stelle mir dann auch die Frage, praktiziere ich das auch wirklich? Setze ich das auch wirklich so in meinem Leben um? Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass wirklich der Koran zu einem Leitfaden für das Leben wird. Dass man auch in die Praxis umzusetzen hat und nicht einfach liest und die Informationen vielleicht in sich aufnimmt, aber es nicht in die Praxis umsetzt, sondern man muss wirklich, wenn man den Koran gelesen hat, eine Veränderung in seinem Leben auch vornehmen, wenn man nicht nach dem Koran lebt, dass man aus diesem Koran, aus dem Koran lesen etwas zieht und das selber dann in die Praxis umsetzt und das zu einer Lebensweise macht. Dass man die Gesetze des Korans zu einer Lebensweise macht. Und das ist für mich persönlich ein ganz wichtiger Punkt, dass man es mit diesem Bewusstsein liest und aufnimmt und umsetzt. Also die Reaktion meiner Familie war im Allgemeinen negativ. Meine Mutter hat es sehr, sehr stark getroffen, als ich ihr das erzählt habe, dass ich Muslimin geworden bin, weil es einfach für sie eine total fremde Religion war, eine fremde Kultur. Es war für sie abschreckend. Und deswegen war sie natürlich sehr traurig darüber und sie hatte auch das Gefühl, dass sie dadurch jetzt ihre Tochter verloren hat, dass wir eben diese ganzen gemeinsamen christlichen Feste, in Anführungsstrichen, so wie Weihnachten und Ostern, nicht mehr gemeinsam feiern können. Und ihr war auch bewusst, dass sich mein Leben komplett ändern wird und dass ich einfach einen extremen Gegensatz zu ihrem Leben darstellen werde. Und das hat sie natürlich sehr negativ reagieren lassen. Mein Vater war etwas lockerer. Also er hat natürlich nicht gesagt, dass er davon sehr begeistert ist, aber er hat immerhin gesagt, dass es für ihn, solange ich damit glücklich bin, solange ich diesen Weg für mich gewählt habe, kein Problem darstellt und das auf jeden Fall befürwortet, wenn man selber diesen Weg gehen möchte, dass man das auch tut. Von meinem Freundeskreis her waren die Reaktionen teilweise positiv, teilweise negativ. Also die einen haben sich damit schon ein bisschen im Vorfeld befasst und deswegen auch verstehen können, warum ich das gemacht habe. Ich habe ja auch davor immer sehr viele Gespräche geführt, habe das versucht den Leuten zu erklären, warum ich mich für die Religion interessiere und was mich so begeistert. Und deswegen gab es auch durchaus positive Reaktionen, die jetzt nicht unbedingt den Islam als positiv gesehen haben, sondern einfach, dass jemand einfach diesen Weg geht und diese Überzeugung in sich hat, etwas zu tun und eben nicht auf andere dabei zu hören oder sich von nichts aus der Außenwelt beeinflussen zu lassen. Also seitdem ich Muslimin bin, hat sich in meinem Leben sehr viel geändert. Natürlich hält man sich an die Regeln. Ich versuche mich an die Regeln zu halten. Ich versuche auch den Islam so gut wie es geht zu praktizieren. Die größte Veränderung für mich war es, ein Kopftuch zu tragen. Einfach aus dem Grunde, weil ich dadurch wirklich in der Öffentlichkeit als Muslimin erkannt bin. Und das ist eigentlich die größte Veränderung. Und hat mich auch die größte Überwindung gekostet, weil dass etwas total Ungewohntes ist, also das Gebet zu verrichten und vielleicht zu fasten, das ist immer noch etwas, was man so für sich macht oder wo man nur selber zu Hause macht. Aber das Kopftuch ist eine Sache, die man in die Öffentlichkeit trägt und dazu braucht man schon, denke ich, viel Selbstbewusstsein, um das umzusetzen. Und das war so die größte Veränderung und auch das Schwierigste für mich. Aber ich muss sagen, dass ich mich mit dem Kopftuch sehr wohl fühle, was ich auch nicht gedacht hätte am Anfang. Ich war schon etwas skeptisch, aber Alhamdulillah, Allah schenkt einem auch Erleichterung, wenn man eben sich an seine Gebote hält und diesen Weg geht. Und man fühlt sich wirklich sehr gut damit. Also ich fühle mich sehr gut damit. Und also Ibadet, gottesdienstliche Handlungen sind natürlich im Islam das Wichtigste, denn wenn ich meinen Glauben einfach nur im Herzen trage, aber nichts mache, es nicht praktiziere, dann bleibt dieser Glaube nur auf einer theoretischen Ebene, aber ich beweise meinen Glauben dadurch ja nicht. Und es gibt sehr viele Menschen, die sagen, ich glaube ja, aber sie tun überhaupt nichts für ihren Glauben. Und deswegen ist es ja wirklich die Pflicht für einen Moslem, erstens mal, damit er eine seelische Zufriedenheit bekommt, das Gebet zu verrichten
Und natürlich auch, um im Jenseits vor dem Feuer sozusagen errettet zu werden. Und es gibt ja auch sehr zahlreiche Hadithe über das Gebet und über die Wichtigkeit des Gebetes. Und dass natürlich auch im Jenseits am jüngsten Tag zuerst nach dem Gebet gefragt wird. Und wenn man diese Frage eben nicht beantworten kann oder wenn da nichts vorhanden ist, dann geht es umso schlimmer weiter. Und deswegen sollten die Muslime auf jeden Fall sich ganz, ganz stark darauf besinnen, den Islam auch auszuleben in Form von Gebet, von Koranlesen, von Dua, weil es einfach für das Jenseits das Wichtigste ist, das Allerwichtigste. Man kann ein noch so guter Mensch sein und sehr viele gute Taten verrichten, wenn das Gebet fehlt, also wenn die Verbindung zu Gott nicht da ist, dann sind diese Dinge letztendlich ja umsonst. Und deswegen ist das Gebet das Allerwichtigste im Islam. Und es ist ja nach der Schahada gleich die zweite Säule, gleich das zweite, was kommt. Und es ist einfach die Verbindung zu dem Schöpfer. Und wenn die Verbindung abgebrochen ist, wenn die Verbindung nicht da ist, dann lebt man eigentlich ohne den Islam richtig leben zu können, ohne den Islam richtig gelebt zu haben. Es gibt natürlich Schwierigkeiten, mit denen man immer konfrontiert ist, aber ich denke mal, dass es auch an einem selber liegt. Also wie man auf die Menschen zugeht, wie man versucht, mit den Menschen zu sprechen und wie offen man auch ist. Also wie man auch über seine Religion erzählen kann. Und ich denke, dass es hier ganz wichtig ist, dass man einfach den Kontakt auch zu den Nichtmuslimen sucht, dass man immer versucht, denen seine eigene Religion, also den Islam, näher zu bringen. Und dadurch das auch erleichtert, das Zwischenleben, also das gemeinsame, also das gemeinsame Leben. Und dass man sich auf gar keinen Fall auch abschottet, sondern dass man versucht immer eben an Dialogen teilzunehmen, dass man eben seine Religion erzählt, weil natürlich ist es für einen Nicht-Muslim sehr unverständlich, warum jetzt eine Frau freiwillig Kopftuch trägt. Aber wenn man das versucht zu erklären und wirklich den Menschen mitteilt, dass man dahinter steht, dass man davon überzeugt ist, dann denke ich mal schon, dass man besser angenommen wird, wie wenn man sich zurückzieht und abschottet. Ich finde, dass das größte Problem ist, in dieser Gesellschaft zu leben, als Frau jetzt eben das Kopftuch, weil es einfach einen daran hindert, arbeiten gehen zu können, was sehr viele Schwestern auch das Problem haben, dass sie studieren, dass sie die Universität beenden, aber dann letztendlich ohne Arbeit dastehen. Das ist so das Wichtigste oder das schwierigste Problem. Und für die Männer auch an der Arbeit jetzt, dass sie arbeiten und ihr Gebet dort nicht verrichten können, weil eben kein Verständnis dafür aufgebracht wird vom Chef. Das denke ich mal, ist schon beeinträchtigend als Moslem in dieser Gesellschaft. Aber sonst finde ich jetzt nicht, dass es ein großes Problem darstellt, als praktizierender Moslem in dieser Gesellschaft zu leben. Also ich denke, es gibt vieles, was man aus der westlichen Welt lernen kann, wie zum Beispiel Disziplin, die Ordnung und das Reibungslose, dass alles reibungslos abläuft in der Bürokratie. Aber was jetzt Moralvorstellungen oder moralische Werte betreffen, sollten wir Muslime wirklich auf unsere eigenen Werte stolz sein. Denn es gibt im Westen, zum Beispiel, wenn man jetzt die Frauenrechte betrachtet, uns wird hier vorgegaukelt, dass die Frau ihre Freiheit hat und dass sie eben frei entscheiden kann, was sie machen möchte. Aber letztendlich ist die Frau hier nur eine Sklavin. Der Gesellschaft oder sie wird als Objekt einfach benutzt. Man sieht die Frauen überall auf den Werbeplakaten und letztendlich reduziert man die Frau somit auf ihr Äußeres herab und gibt ihr eigentlich nicht den Wert, den zum Beispiel der Islam der Frau gibt. Und auch zum Beispiel, also ich denke, dass der Westen für uns, also für die islamische Welt, nicht als Vorbild dient, weil es einfach ganz andere Wertevorstellungen hat, als wir es haben. Zum Beispiel familiäre Werte und die Art und Weise, wie der Westen mit der Frau umgeht, indem er sie ausbeutet und nur als Objekt benutzt. Und natürlich gibt es einige positive Aspekte, in der vielleicht der Westen überlegener ist als die islamische Welt momentan.
Aber wir hatten auch diese Werte wie Sauberkeit und Ordnung und Technologie, Wissen, Fortschritt. Nur wir haben es leider so aus den Augen verloren. Aber es ist jetzt nichts, was uns der Westen bringen kann, was wir nicht selber schon in unserer eigenen Geschichte hatten. Und deshalb ist der Westen dem islamischen Volk oder den Muslimen nicht überlegen in dem Sinne, sondern wir haben leider nur unsere eigenen Werte verloren. Unsere islamischen Werte, und deshalb sind wir in diese Situation gekommen, in der wir jetzt sind, dass wir eigentlich fortschrittlich und wirtschaftlich ja nicht mehr überlegen sind, was wir aber sehr viele Jahrhunderte lang eigentlich waren. Also das größte Problem der islamischen Welt ist, dass sie den Islam nicht mehr in ihre Gesetze mit einbringt, sondern dass der Islam zu einer Privatsache geworden ist. Und das hat uns auch sehr viele Probleme bereitet. Dadurch wurden wir ausgebeutet von den Christen oder von den Ungläubigen. Und dadurch haben wir einfach auch unsere Würde verloren in der westlichen Welt. Und das Wichtigste, was die Muslime zu tun haben, ist wirklich, das wieder in die Hand zu nehmen. Also den Islam wieder in die Politik eintreten zu lassen und wirklich nach dem Koran und nach der Sunna zu regieren. Und dass man sich nicht dem Westen verkauft und dass man eben nicht, weiß ich nicht, solche Dinge wie Erdöl oder Gas dazu bringen lässt, einfach nur, dass das Geld reinkommt, aber man seine eigenen Werte verliert und sozusagen dem Westen gefallen möchte. Das ist so das größte Problem, was die Muslime haben. Und ich denke, solange dieses Problem nicht beseitigt wird, wird es nie dazu kommen, dass Länder wie Tschetschenien oder Palästina oder Kosovo, und die Reihe dieser Länder ist sehr lang, dass es in diesen Ländern endlich zu Frieden kommt und dass die Muslime dort einfach wieder in Ruhe leben können, ohne dass sie unterdrückt werden, gefoltert werden und ausgebeutet werden. Also das, was natürlich in der islamischen Welt sehr schön ist und was natürlich auch aus der Religion kommt, ist diese Wärme gegenüber den anderen Menschen, diese Menschlichkeit untereinander, die Hilfsbereitschaft, die Gastfreundschaft, was hier im Westen total fehlt. Hier ist einfach, hier zählt das Ego, hier zählt das Ich. Und es gibt nicht dieses Einsetzen füreinander oder dieses Helfen und dieses Miteinander, sondern jeder lebt für sich und der Nachbar kennt nicht seinen Nachbarn und es gibt nicht diese verwandtschaftlichen Beziehungen, was natürlich in der islamischen Welt noch sehr, sehr stark existiert. Wovon sich natürlich der Westen auch ein bisschen eine Scheibe abschneiden könnte, aber kommt einfach aus unserer Religion. Das ist das, was der Islam uns eben beibringt und was die Muslime eben so praktizieren. Aber leider fehlt es an vielen anderen Dingen. Und als allerletztes möchte ich vielleicht noch eine kleine Message an die Muslime geben, dass sie wirklich ihre Religion viel mehr zu schätzen wissen sollten. Es gibt so viele Menschen, die auf dieser Welt umherirren und nichts haben, woran sie sich halten können. Sie haben keinen Sinn in ihrem Leben. Und es gibt sehr viele Menschen, die ganz, ganz lange danach suchen mussten, so wie ich zum Beispiel oder wie andere auch, die zum Islam gefunden haben, damit sie endlich dieses erfüllte Leben führen können. Und jeder Muslim sollte wirklich dankbar dafür sein, dass er in eine Familie hereingeboren wird, die den Islam praktiziert oder die eben Muslime sind. Und man sollte das nicht so als selbstverständlich ansehen, denn es ist wirklich eine große Ehre, mit dieser Rechtleitung leben zu dürfen und eben letztendlich auch dann das Paradies am Ende zu bekommen. Und wir sollten immer wirklich daran denken, dass Allah uns ganz bewusst auch ausgesucht hat oder dass wir wirklich so auserwählte Menschen sind, die Muslime, dass das alles kein Zufall ist, sondern dass wir auch genauso gut auch als Atheisten auf die Welt hätten kommen können, dass wir genauso gut auch als Atheisten hätten leben können. Und wir sollten das wirklich viel mehr wertschätzen, unsere eigene Religion, und das eben nicht einfach als selbstverständlich hinnehmen.